So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Na, der ist wohl ein bisschen dehydriert, der Kleine. Games presents The Gearbox Software Game. Borderlands 2. Thank you.
zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr wärt die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Ja, und damit willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ab sofort Borderlands 2 und zwar alle Add-ons. Angefangen mit dem Kampf um Sanctuary. Das ist der Teil, der sich Richtung Borderlands 3. Was macht ihr da? Sich nach Borderlands 3 richtet, oder wie man das auch nennt. Auf jeden Fall mit dabei sind der Stalker und der Tully. Wie immer. Dabei. Guten Tag. Und Stalker hat den alten Zero. Und Zuli und ich haben die beiden neuen Charaktere. Zuli hat den Creek und ich habe die Gage, heißt die, glaube ich. Ja. Ich werde mich gleich erstmal umbenennen müssen, glaube ich. Ja. Das ja. Können wir ja machen. Auf jeden Fall, hier fängt man an mit. Wir haben jetzt zuerst diese Level 30 Charaktere genutzt und starten jetzt quasi. Hatten uns gedacht, wir machen jetzt einfach die Add-ons alle mal durch. So, also. Jetzt kommt das Intro. Oh, hallo, lange nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora, soweit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen, hm? Die Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern in der Galaxis kämen. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft, auf das zu achten, was hinter einem ist. Commander Lilith and the fight for Sanctuary. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern, Blend. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum, in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Sie will den Job nicht mehr, Mann. Und kannst du es ihr verübeln? Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt. Keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl. Also, wir haben keinen Plan. Kein funktionierendes Schiff. Und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel. Lil, wir brauchen eine Entscheidung. Was denkst du? Ellie? Das sind nicht die Triebwerke, Lil. Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir. Halte sie zurück, Kammerjäger. Ja, und da geht's auch schon los. Jawohl. So. Nee, falsch Richtung. Ich muss auch dazu sagen, es ist die dritte Aufnahme. Die ersten beiden waren ein bisschen versaut. Bei der einen das Video, bei der anderen der Sound. Aber alle guten Dinge sind ja drei. Kommt ihr raus oder bleibt ihr da oben? Oder wie wäre das? Gott, das wird ja wieder lustig. Der Zuli sieht immer aus wie ein Feind. Ja, schon wieder. Hier ist klar, ist klar. So, Stalker, bist du da?
Volker sagt kein Wort. Was ist hier los? Stoiker geht da in Quatschmodus nicht, oder was? Genau. Ich konnte gerade die Teamspeak-Taste nicht drücken. Ach so. Besser gesagt die Discord-Taste. Alles klar. Wir haben es gerade noch selber geschafft. Und ich wollte sagen, kommt nach hinten. Wie kommt nach hinten? Seid weiter vorne, da ist so viel los. Hier hinten ist weniger Trubel. Und ich glaube, wir müssen die Raumschiffe abschieben. Ja, irgendwie war da ja was, ne? Da vorne kommt nämlich immer wieder Feinde, immer nach und nach. Ja. Da wird der Ewigkeit lepp. Aber die sind viel zu hart da vorne, ich komme gar nicht zu euch hin. Ich weiß nicht, bin ich vorne oder bin ich hinten? Ich dachte, ich wäre jetzt hinten. Also, komm zu mir. Ich bin nicht hinten, okay. Komm zu mir. Ja, ich war in einem anderen hinten. Alter. Ja, ich versuche es. Die Waffe ist scheiße. So, die ist besser. Alles klar, danke. So. Ist hier irgendwo einen kritischen Treffer bei den Raumschiffen und Triebwerke? Ich hab keinen finden können. Oha, jo. Sporen. Zombies. Ich glaube, die Raumschiffe muss man doch nicht abschießen. Ich muss einfach nur abwarten, überleben. Das ist hier Pflanzenzombies, die Rache der Vegetarier. Ja, genau. Pusteblumen. Verdammt, sie wollen den Kammerschlüssel. Lilith, es sind so viele von diesen Scheißkerlen. Hier ist Lilith. Alle Crimson Raiders zurück zur Basis! Und ihr habt euch direkt eingestürzt. Mutig, mutig. Komm schon! Aber die Lilith hat doch Kräfte. Warum nutzt sie die nicht? Ich glaube, die muss dann immer wieder Iridium nehmen. Ja, stimmt. Ja, geht doch. Der Typ. Weißt du, an wen er nicht ein bisschen erinnert? Ja, an Klaus Kinski. Ja, nee, nicht nur. Doch, total. Frankenstein. Klaus Kinski, absolut. Ich hatte gerade mit Christopher Waltz, hatte ich gerade in Erinnerung. So. Ja, so ein bisschen. Ein Schimmer. Ach. Ein Zombie. Ja, okay, Kinski, hast du recht. Ich habe so viele wie möglich aus Sanctuary geholt, aber es war ziemlich hektisch. Boah, was gibt's denn hier für Granaten? Als wären die Crimson Raiders jetzt in der Gegend verstreut. 4000, 5000! Das waren ausgebildete Soldaten. Und dieses Gas hat die Menschen in Monster verwandelt. Finde du ein Basislager. Ich suche die anderen. Wir versammeln die Truppen und holen uns Sanctuary zurück. Markus, Munition. Ja. Boah, ganz schön viel Munition verballert gerade eben. Okay. Oh. Aber hier gibt's schon nette Sachen. Hier gibt's Medikamente. Fängt schlecht an. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Lebt okay. Schon, mein Freund. Also, ich brauch nichts. Ja, ich muss ein bisschen verkaufen. Also gehen wir mal los. Ich brauche auf jeden Fall neue Waffen. Die sind scheiße, die ich hier habe. Ich hatte ja ganz vergessen, wie schick das hier aussieht. Ja, in der Zeit, wo wir jetzt quasi ein bisschen warten mussten auf das nächste Let's Play, haben wir uns teilweise hier Borderlands 2 nochmal angeguckt. Vergleich gezogen. Borderlands naja, sagen wir mal so. Wir haben erst Borderlands 2 aufgenommen. So 6 Stunden oder so. Und dann... war halt eine Aufnahme, das Video völlig Schrott von 3 Stunden und dann haben wir uns jetzt entschieden, naja, davon gibt es eh schon so viele Let's Plays, jetzt machen wir hier die Add-ons. Also, die Zuschauer verpassen nichts. Das ist das gleiche wie vorher, Zuli hängt immer noch Ewigkeiten am Automaten und wir rennen schon wieder vor. Ja,
Ja, ich muss gucken, welche Waffen hier ich behalte. Die Schrotter. Ich hab noch gar nichts groß zur Auswahl. Okay. Ja, die Waffe geht. Das ist alles so mittelmäßig, glaube ich. So. Aber weiter. Silly, den letzten Fest. Was mein Paradiesgas aus euren Leuten gemacht hat. Das nächste Ziel? Ganz Pandora. Klar, dabei werden alle auf dem Planeten sterben, aber kein Garten kommt ohne etwas Dünger aus. Ah, der Hector Kinski. Er ist ein Arschloch. Hector Kinski. Aber er hat recht. Roland hätte das nie zugelassen. Wow! Was? Wow! Sully, ich wollte sagen, die letzten fressen die Hunde, ne? Hast Glück gehabt. Genau. Die Hunde wollten jetzt die ersten diesmal fressen. Boah, 24, eine Knarre für 24 Dollar. Was ist das denn? Das ist der niedrigste Wert, den ich bisher je gesehen habe. Top of the Pop. Ich muss mal gucken, welche Knarre ich am besten nehme, oder? Ja, die ist schon mal scheiße. Also die Schrotflinte, die kannst du ja wohl völlig vergessen. Pistole ist ganz gut. Mit Feuerschaden. Jetzt ist es wirklich sehr verfallen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich war so frei, einige Upgrades vorzunehmen. Im Klartext für euch. Deckung. Deckung. Also ich glaube, das ging gegen die Pflanzen und möglicherweise auch gegen die Zombies Feuer schon ganz gut. Hector, der Ritter ohne Furcht und Traum. So, von wo schießt denn da was? Ach so, anstatt dass jetzt Hyperion schießt, schießt er da oben jetzt aus seinem Turm. Alles klar. Ja. Der hat den Jack also einfach nur ersetzt. Eine böse Richtung. Ist schon? Was Scheiße. Lass mir nochmal einen übrig, ey. Ja, den habe ich dir übrig gelassen extra. Den habe ich dir angeschossen und für den Wachter. Angeschossen. Auf dem Silbertablett serviert. Und dann bin ich weggerannt damit. Hier ist ganz viel Medic liegt hier rum. Vier Shots mindestens. Also dafür, dass sie gerade eben so einfach waren, sind die ja ganz schön heftig. Ja. Wo waren die denn einfach? Das brauche ich zu lernen. Wollte ich dir helfen und dann bist du weggerannt. Oh nein, du nicht auch. Du warst der härteste von allen. Übrigens, Zully, du hast immer noch 11 Schlüssel, ne? Goldene. ja, aber ich glaube hier nicht bei diesem Charakter, ne? Bei dem anderen. Die hat man komplett. Klar, bei diesem Charakter. Die sind. Also bei mir stand es vorhin auch, dass bei diesem Charakter jetzt ein Schlüssel dabei ist. Deswegen, check das mal. Zumindest ja, immer noch die Sache Frage, ist, wo hat er zu den 10 Schlüssel her? Ja, keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass man die bekommen kann, wenn man sich bei 2K registriert und dann gibt es da ab und zu mal solche Codes. Ja, wie so Game-Codes, so typische, wie die Steam-Codes und da kriegst du einen Schlüssel für, keine Ahnung. Und dass man die ruhig alle 5 Level mal nutzen sollte, das macht das Spielen erheblich leichter. Weil du da halt richtig krasse Waffen drin hast. Entschuldigung. Immer auf dein Level angepasst. Okay. Also ich habe ja nur einen und da steht, desto später ich den einsetze, desto besser die Knarre. Dazu hätte er halt gerne 10 gute Knarren. Ja, aber die braucht er ja dann nicht 10 Minuten vor Spieleende, das bringt ja dann auch nicht viel. Aber es sind ja seine Schlüssel. Ja, ich sage jetzt ja auch nur für den einen oder anderen Zuschauer. Dass ich gelesen habe in so einem Tipps-Dingen zu Borderlands, dass man, wenn man mehrere goldene Schlüssel hat, die ruhig alle 5 Level mal nutzen sollte,
Es fängt an zu bluten. Wenn man immer eine entsprechend gute Waffe für sein aktuelles Level kriegt. Stand da auch drin, dass man dir die Waffe dann hin und wieder auch mal geben soll? Genau. Die sind alle abzugeben an den, Level. An den Level-Chef. Admin, genau, an den. An den Server-Admin hier. Ein Spiele-Initiator. So ein Unbekannter hat gerade uns seinen Auftrag gegeben, oder wie? Jetzt habe ich schon wieder nicht. Verdammt! Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Eine andere Frage. Läuft die Video- und die Tonaufnahme? Ja. Diesmal läuft Video- und Tonaufnahme. Sieht alles gut aus. Also, ja, ich brauche Medic. Ich finde es ja lustig, dass meine beste Waffe momentan eine olle Pistole ist. Tod zum Leben! Jo. Ach, jetzt war nicht Med- voll, die sind aber sehr gut. Was? Cool. Gerade Revolver ist klasse. Liebe den Revolver. Keine Ahnung, was ich hier hab. Woran sehe ich denn das? An der Menge, wie viel Schuss der hat und ob da halt ein Kugel, wie nennt sich das? Ach so, ja nee. Also den typischen Revolver habe ich nicht. Ne? Ich in einer Art Mischung aus Zirkus und Bar und genieße eine uralte Pizza mit verwässertem Alkohol. Ein klasse Lebensstil, Leute, aber der hat euch weich gemacht. Pizza mit verwässertem Alkohol? Ich habe meine Leute aus dem Ruin geführt, ihnen etwas gegeben, woran sie glauben konnten. Deshalb folgen sie mir. Wir sind neu, Pandora. Wir sind die Männer, die sich krumm buckelten für ein versprochenes Paradies. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt holen wir es uns zurück, angefangen mit eurem Schiff und eurem Schlüssel. Jetzt steht das Paradies bevor. Also ich meine, hier gibt's... Wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten herauswirken muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. Ey, quatscht ganz schön viel für den Anfang. Hier gibt's auf jeden Fall ordentlich Medikits. No. Ja. Sicheres Hauptlager. Achso, ja, alles klar. Wir müssen hier erstmal ein bisschen aufnehmen. Wie geht's denn da oben hin? Hm? Oh ja, gib mir Energie. Danke. So, wenn euer Schild nicht aufgeladen ist, geht zum Death Trap, ne? Der lädt euch auf. Ach ja, stimmt ja. Sicher das Haupt. Wir haben das Hauptlager immer noch nicht gesichert irgendwie. Warte mal. Doch, okay. Nein, haben wir nicht. Was will ihr denn? Was müssen wir denn machen? Wir müssen hier oben hoch und das Feuer anmachen. Achso. Ja? Oder? Mhm. Mach mal Feuer an. Hier sind noch welche. Das war doch eine Mission. Ich hab was geschafft! Boah, wow, geile Granaten! Was? Ja, das war eine Granate von mir. Das ist meine Mobbelsammlung. Da ist er wieder, der Warn! Ein Kammerjäger! Klar, der kommt immer so aus der Tür raus. Die Knarre oder wie meinst du? Ja, ich hatte es beim letzten Aufnahme schon mal erwähnt. Ey, was machst du da? Lass mich da ran da! Den Warn kennt man aus Tales from the Borderlands, das einzige Adventure,
in dem Borderlands-Universum. Ein sehr, sehr geiles. Leider ist ja Telltale Games pleite gegangen und wurde geschlossen und das Spiel gibt es nicht mehr zu kaufen. Wer es hat, hat es und wer es nicht hat, der hat Pech, außer er schaut sich mein Let's Play dazu an. Ne? So viel Eigenwerbung muss sein. Okay, ich quatsch dir mal an den Vorn. Ja, das war, hat echt Spaß gemacht, ist geil. Es wirklich lohnt sich, da den mal anzugucken. Sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Langsam, auf jeden Fall. Langsam. Hast du gehört? Was? Oder bei eBay. Auf mich, okay? Bei eBay? Ja, wird bestimmt jemand verkaufen, oder? So was wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht. Der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so. Das gab's ja nur für Steam. Glaube ich, weiß gar nicht, ob das. Das gab's gar nicht als Hardcopy. Wir sollten unsere Kräfte vereinen. Okay. Meine ich, mittlerweile gibt's das doch. Willkommen in meinem Lager! Ich bin mir nicht sicher, eventuell. Hä? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Okay. Die Firewall des Backburners wurde zerstört. Lager sichern. Achtung, Feuer! Wir müssen die Sicherheitsrelais zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt! Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Hab mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer-Typen und dann zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührend. Erzähl ich dir mal irgendwann mein Problem. Ich und mein Banditenplan haben drüben im Wrack der Helios-Station gelegt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Moonshot-Kanonen zu geben. Aber wir so, kannst du vergessen, Bro! Und dann... Ja, der hat es so mit Bro und so. Der hat immer Bro-Fist gemacht mit dem Reese. Also, Bro-Fist. Ich hätte meinen Plan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion Laserfoltern ausrüsten sollen. Ja, und der war eigentlich so ein kleiner Buchhalter, so ein schissiger Buchhalter, der... Ja, keine Ahnung, niemand was tun konnte. Bis er seine Bauchmuskeln spielen ließ. Jetzt stolziert dieser Typ herum, als wäre er Mega-Präsident von Pandora. Prima, jetzt kannst du das letzte Relais neu starten und die gute alte Firewall geht wieder in Flammen auf. Und falls Leute aus meinem Clan überlebt haben, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Das tun sie immer. Das ist so cool. Habt ihr? Ja, das hat schön gebrannt. Das sah cool aus. Okay, da unten können wir übrigens jetzt den Namen ändern an dem Skin-Ding. Meine ich? Ja, hier. Boosted Gage. Ich heiße nämlich immer noch Boosted Gage. Boah, der Zulli hat hier Granaten für 1300 liegen lassen. Ja, und ich nehme welchen Kopf? Ich nehme hier den natürlich erstmal und ich nehme irgendwas Schickes. Rosanes. Eventuell. Gestreift.